Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und heute geht es um das Thema anonyme Bewertungen und inwiefern eine Bewertungsplattform oder ein sonstiges Forum möglicherweise den Namen des Bewertenden rausgeben muss, falls der etwas Falsches behauptet hat. Genau um so einen Fall geht es nämlich gerade vor dem Bundesgerichtshof. Am 3. Juni hat der Bundesgerichtshof darüber verhandelt. Das Urteil selbst soll am 1. Juli gesprochen werden. Was war passiert? Ein Zahnarzt, der hatte sich gewehrt, dass über ihn etwas Unwahres behauptet worden ist. Und er hat dann die Plattform gebeten, hör mal, hier bitte diese Bewertung löschen. Und mir bitte sagen, wer mich denn hier mit einer unwahren Behauptung bewertet hat. Gelöscht wurde, die Plattform sagt aber ja. Wir sagen dir aber nicht, wer dahinter steckt. Allerdings gibt es ein Recht auf Anonymität und das ist in § 13 Absatz 6 des Telemediengesetzes geregelt. Dort steht, der Diensteanbieter, also der Betreiber einer Bewertungsplattform zum Beispiel, hat die Nutzung von Telemedien, also seiner Plattform und ihrer Bezahlung anonym oder unter einem Pseudonym zu ermöglichen, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Der Nutzer ist über diese Möglichkeit auch zu informieren. Und jetzt hängt man da und die Frage, die zu klären ist, hier ist eine Norm, die sagt, jeder Nutzer muss anonym sein können im Internet. Und da ist jemand, der ist verletzt worden in seinen Persönlichkeitsrechten, nämlich der Zahnarzt. Und der will wissen, wer steckt dahinter. Und diese schwierige Frage, die hat jetzt der Bundesgerichtshof zu klären. Die Vorinstanzen, die damit beschäftigt waren, die haben gesagt, ja, das Recht auf Anonymität im Internet, das hat man dann verspielt, wenn man sich illegal verhalten hat. Das heißt, entweder man hat unwahre Tatsachen verbreitet oder man hat jemanden beleidigt oder Schmähkritik geäußert. Das heißt also nicht, dass das jetzt ein Ende der Meinungsfreiheit ist, denn derjenige, der tatsächlich sich korrekt verhält und seine Meinung ganz frei raus äußert, der kann hier auch künftig nicht zurückverfolgt werden. Der kann sich auch hinter dem Deckmäntelchen der Anonymität weiterhin verbergen. Aber noch hat der BGH auch nicht gesagt, wie das Ganze zu entscheiden ist. Das wissen wir erst am 1. Juli 2014. Da für diesen Tag ist jedenfalls der Verkündungstermin des Urteils angesetzt worden. Ich selbst würde es begrüßen, wenn tatsächlich der Täter hier zurückverfolgt werden kann, wenn die Plattform den Namen herausgeben muss. Im Moment gibt es nur eine Möglichkeit für uns Anwälte, an so einen Namen zu kommen. In dem Moment, wo jemand anderen beleidigt hat, erstatten wir noch zusätzlich eine Strafanzeige. Dann ist ein Staatsanwalt dran und ein Staatsanwalt hat erweiterte Möglichkeiten. Der kann tatsächlich die Plattform fragen, die sagt ihm dann, wer es war, damit der Staatsanwalt ermitteln kann. Wir beantragen dann Akteneinsicht und aus diesen Akten können wir dann wieder lesen, wer der wahre Täter ist und können den auf Schadenersatz in Anspruch nehmen. Ziemlich kompliziert also. Und künftig ist es einfach dann leichter, weil wir die Plattform direkt fragen können und sie uns dann eben sagen muss, wer steckt hinter dem Pseudonym Mickey Maus und dann wissen wir, wer hier eine unwahre Tatsache oder eine Beleidigung verbreitet hat. Über das Thema unwahre Tatsachen, Beleidigungen haben wir ja schon einige Videos gemacht, die seht ihr hier. Das bleibt auch spannend. Negative Äußerungen dürft ihr natürlich weiterhin auch loswerden. Kritisch dürft ihr auch sein. Aber mein Tipp, bleibt immer sachlich und äußert bitte nichts Falsches. Wie dieses Verfahren vor dem Bundesgerichtshof ausgeht und ob die Anonymität im Internet ein Stück weit aufgelöst wird, darüber werden wir berichten, spätestens dann, wenn der BGH darüber auch entschieden hat und das Urteil gefallen ist. Euch danke fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.